Spitz an der Donau, 18. Februar 2014. Die Wirtschaftskammer Niederösterreich, Bezirksstelle Krems und Melk, haben Nationalratsabgeordneten Magister Werner Greuß eingeladen, über das Arbeitsprogramm der österreichischen Bundesregierung und über das Regionalfunding, ein Bürgerbeteiligungsmodell im Waldviertel, zu sprechen. Mir ist es wichtig, dass wir hier das, was im Parlament in Wien passiert, dass wir das auch hinaustragen, dass wir darüber informieren, dass wir vielleicht die einen oder anderen Hintergründe diskutieren können, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite genauso wichtig ist, dass wir hier eine Response kriegen, dass wir hier vielleicht das eine oder andere mitnehmen können, oder dass ich das eine oder andere mitnehmen kann, dass wir hier in diverse Verhandlungen... Zahlreiche Zuseher aus der Wirtschaft sind dem Aufruf gefolgt und waren sehr interessiert bei der Sache. Wir baten Herrn Magister Greuß vors Mikrofon und wollten wissen, was sich seit der letzten Wahl für ihn verändert hat und welche Projekte er für das Waldviertel umsetzen möchte. Also in meinem Leben ist natürlich doch einiges, hat sich einiges umgestellt. Man muss natürlich Vorsorge treffen in der Firma, dass das ordnungsgemäß abgewickelt werden kann, dass dort das zu keinen Problemen führt. Es ist doch wesentlich zeitintensiver, als man glaubt. Ich bin doch in einigen der wichtigen Ausschüsse vertreten und so wie die letzten Wochen waren, sind es doch sehr zeitintensiv gewesen, sei es Richtung Budget, Richtung Finanzen, wo doch sich einiges auch, wie Sie auch aus den Medien wissen, getan hat und wo man doch eigentlich ganz gut eingebunden war diesbezüglich. Sie sind ja auch Wirtschaftssprecher der Wirtschaftskammer. Was liegt Ihnen da besonders am Herzen? Ja, wir sind hier im Waldviertel, haben die 5 Bezirke zusammengefasst und haben gesagt, wir müssen hier mit einer Stimme sprechen. Hier arbeiten wir speziell hier bei den Infrastrukturthemen zusammen, dass wir hier mit einer Stimme sprechen, zum Beispiel, wie können wir forcieren die Autobahn bis Krems, wie können wir die Straßen, die Bahnverbindungen in Waldviertel verbessern, wie können wir die interne Vereinbarkeit machen, was passiert mit der Breitbandinitiative, dass wir die auch aufs wirklich flache Land bringen können. Das sind dort hauptsächlich die Themen. Sie haben jetzt schon sehr viel Wirtschaftliches angesprochen und Waldviertel. Wie sieht das jetzt, das Thema erneuerbare Energie aus? Welche Chancen bietet sich da für das Waldviertel? Erneuerbare Energie ist im Waldviertel ein großes Thema, weil wir natürlich hier Stromproduzent auch für den städtischen Bereich sein können im Endeffekt. Das kann natürlich sein, so wie es in der Vergangenheit war, die Wasserkraft, die weiter ausgebaut werden kann, wo viele Kleinkraftwerke noch möglich sind. Kann natürlich sein, sehr viele Photovoltaikanlagen, wo ich auch gerade von einem Termin herkomme, wo wir mit der Bürgerbeteiligung Photovoltaikanlagen im Waldviertel vermehrt machen wollen. Aber auch das Thema Windkraft ist ja nicht ganz unbekannt, wo wir hier mit initiiert haben, dass Windkraft kommt. Wie weit Windkraft jetzt Sinn macht und wie weit die Ausbaustufen da sind, das wird sich jetzt bei der Zonierungsplan zeigen. Wenn man jetzt im Internet Ihre Biografie liest, dann haben Sie in Ihrem Leben schon einiges gemacht. Würden Sie aus heutiger Sicht manche Dinge anders machen? Natürlich, man lernt aus allen Dingen. Es gibt viele Tage, die man denkt, hätte man diese Entscheidung anders gemacht, könnte man sich viele andere Tage hinten nach ersparen. Im Wesentlichen sind aber die Punkte doch so gelaufen, dass ich recht damit zufrieden bin, wie sie waren. Einzelne Tage wird, glaube ich, jeder Unternehmen ausblenden, wo man doch mit einigen Risiken und Kerben davon kommen muss dann dementsprechend. Blicken wir noch ganz kurz in die Zukunft. Sie sind jetzt Nationalrat und welche Projekte liegen Ihnen da am meisten am Herzen und was glauben Sie da als mit dem Mandat des Nationalrats bewegen zu können? Naja, für mich, ich sage, ich bin gewählt worden und für 2 Themen im Wesentlichen. Das ist eines die Vertretung der kleinen und Mittelbetriebe. Das zweite ist dann im Prinzip die Vertretung des ländlichen Raums. Und hier sehe ich auch meine Aufgabenbereiche. Ich bin in den Bereichen Finanz, Budget, Justiz und Umwelt tätig, wo genau diese Themen auch angesprochen werden. War jetzt das Thema Abgabenänderungsgesetz, wo wir schon das eine oder andere bewirken konnten in unserer internen Arbeit. Teilweise wurde sie nach außen getragen, aber die meiste Arbeit und die Ideenfindung passiert doch im Hintergrund. Und da kann man sagen, war die ersten Monate einmal nicht so, dass ich sagen habe, es ist ohne Einfluss von mir passiert. Ich bin eigentlich zufrieden mit dieser Arbeit. Beim ländlichen Raum möchte ich nur sagen,
Da haben wir das Thema abgestufter Bevölkerungsschlüssel, wo wir arbeiten müssen, dass die Menschen am Land gleich viel wert sind wie die Städte. Ich habe mich einmal meine Positionen deponiert. Das wird wahrscheinlich im Jahr 2015 eines der wesentlichen Themen werden, wo wir hier für den ländlichen Raum arbeiten können. Dann wünschen wir Ihnen von TV Waldviertel alles Gute und hoffen, dass Sie alles umsetzen können. Dankeschön.